Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video möchte ich euch die nächste Auswirkung von Pornografie näher bringen. Und zwar ist das diesmal die Scham und der Ekel. Also ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, dass Pornografie zu schauen und dazu zu masturbieren mit ziemlich viel Scham belegt ist. Aber diese Scham und der Ekel können natürlich noch größer werden, wenn ihr in immer widerlichere Pornografie-Kategorien rutscht, wie zum Beispiel fettleibige Frauen, Gewalt, Tierpornos und all solche Dinge. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Wenn ihr da halt abrutscht in diese Kategorien, dann verspürt ihr natürlich extrem Scham und Ekel, weil ihr selber schon merkt, dass das nicht normal ist. Woran liegt das eigentlich, dass ihr in diese Kategorien abrutscht? Das liegt daran, dass euer Gehirn abgestumpft ist gegen diese normale Pornografie. Also wenn ihr jetzt eine Frau seht, Mann und Frau, wenn die jetzt rummachen, dann werdet ihr nicht sonderlich erregt. Ihr braucht immer und immer wieder neue Reize, um erregt zu werden. Deswegen rutscht ihr halt in diese widerlichen Kategorien ab. Das bedeutet halt natürlich auch nicht, dass ihr Interesse an diesen Kategorien zeigt. Das ist nur der reine Reiz, den ihr da verlangt, den euer Gehirn da verlangt. Wenn ihr natürlich auf fettleibige Frauen steht oder so, dann sage ich dagegen gar nichts, dann ist das quasi euer Fetisch. Aber wenn ihr diese Dinge schaut, obwohl ihr gar kein Interesse daran habt, dann ist das ein klares Zeichen von Sucht. Weil ihr immer und immer neue Reize braucht. Gut, ziemlich schnelles, knackiges Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.